Hallo, willkommen zu einer neuen Folge 7P Coffee Time. Hallo Bernd. Hallo Kerstin. Wir haben die Frage bekommen, ab wann für uns das Vermenschlichen eines Pferdes beginnt, beziehungsweise wie wir das sehen, was genau Vermenschlichen ist. Darauf wollen wir heute eingehen. Jawohl. Vermenschlichen heißt, das Pferd nicht mehr als Pferd als solches wahrzunehmen, sondern menschliche Eigenschaften hineininterpretieren, oder? Mhm. Hast du eine bessere Definition oder was anzuführen? Na, das trifft es eigentlich ganz gut. Also so die Grunddefinition, dass man einfach menschliche Eigenschaften in ein Pferd hineininterpretiert. Und es geht aber jetzt auch wieder, ich sehe es wie immer, sehr kontrovers, weil es geht in beide Richtungen. Mhm. Ich habe da mal Diskussion gehabt, ich weiß leider nicht mehr, wie die Autorin gehießen hat. War ein sehr unfreundlicher Mensch, ich wollte mir eigentlich den Namen merken. Ich habe die kennengelernt auf einer Messe und ihre Begrüßung war, Pferdeprofis sind scheiße. Ja, okay, habe ich verstanden, muss nicht jedem gefallen. Und das hat es mir dann 5, 6 Mal reindrückt, bis ich es dann konfrontiert habe damit und habe gesagt, warum denn eigentlich? Und dann kam der Punkt, ich unterstelle den Pferden menschliche Eigenschaften und ich vermenschliche Pferde. Ich sage, oh, da müssen wir drüber reden. Mhm. Wie kommst du drauf? Ich habe wohl, das war die Folge, wo ich getreten worden bin, habe ich gesagt, ich habe mir diese Aufnahme ein paar Mal in Zeitlupe angeschaut und ich unterstelle dem Pferd echt Absicht. Also die hat schon geschaut, dass mich erwischt. Es war zum Glück nur noch ein Streifschuss, weil wenn mir der voll erwischt, dann bricht meine Wirbelsäule. Dann habe ich da überhaupt keine Chance, dass ich unbeschadet aus dem Ganzen rausgehe. Hat ja so schon gelangt, was alles kaputt gegangen ist. Aber es war einfach ein Streifschuss. Und wenn du die Aufnahme anschaust, dann schaut die wirklich gezielt, dass man nur erwischt. So, und das wäre jetzt eine menschliche Eigenschaft, die ich diesem Pferd unterstelle. Man sagt, wie sie da drauf kommt. Man sagt, naja, Pferde sind nur instinktive Lebewesen und handeln einfach nur instinktiv. Sie hat gesehen, da ist jemand, den ich dort nicht haben will, und den trete ich. Nichts anderes habe ich gesagt. Die hat mich absichtlich getreten, weil ihr nicht passt hat, was ich dort mache. Der Grund, warum es mich getreten hat, war, weil einfach ein Kameramann von der anderen Seite gekommen ist. Muss ich vielleicht kurz ausholen. Die hat erst unseren Tonmann angegriffen, weil er einen Klettverschluss aufgemacht hat. Da war ich total von die Socken, weil ich habe es einfach wirklich nicht mehr erwischt. Die ist auf den Tonmann drauf und hat den backt. Der Philipp damals war nicht so lustig. War eh mit Pferden nicht so speziell. Der, glaube ich, ist dann auch nicht mehr mitgekommen, gell? Doch. Philipp war schon noch mal dabei. Ich glaube schon. Auf jeden Fall war das ziemlich blöd. Ich habe ein fürchterlich schlechtes Gewissen gehabt, weil ich halt einfach, ich habe auch mit der Situation nicht gerechnet. Es ist zum Glück nicht viel passiert, paar Kratzer halt. Und also beim Tonmann, paar Kratzer halt und mehr war es nicht. So, und dann haben wir ja besprochen, die sollen hinter einer Absperrung bleiben, weil ich nicht weiß, was die im Training halt macht. Sie hat scheinbar ein bisschen einen komischen Tag, was auch immer, siehst du ja nicht rein. Vom Prinzip hätte man den Dreh einfach abbrechen sollen und fertig. War halt nicht der Tag. Aber ich habe mir gedacht, machen wir weiter, die sind so weit hergefahren. So, und dann waren es eigentlich alle hinter der Absperrung, außer einer. Und der hat sich meinem Pferd genähert. Und ich habe gesehen, die nimmt schon Maß. Die wird immer spanniger. So, blöde Situation. Sattelgurt schon durchgefädelt. Da kommt der, sie schaut dann über, denke ich mir. Jetzt machst du den Gurt zu, holst den Kopf. Dann kommt der aus der Nummer raus, der Arsch dreht sie rum. Die wird wahrscheinlich nach dem kicken, aber der ist so weit weg, den erwischt es nicht. So. Blöderweise habe ich den Kopf halt nicht bewegt gekriegt. Sie hat mir aus der Balance gezogen und hat halt dann wirklich noch geschaut mit dem Spitzel, dass mir nach draußen wegräumt und mitnimmt. Bums. Also, Pferd einen schlechten Tag gehabt, was auch immer. Fakt ist, sie hat definitiv gezielt nach mir getreten. Reines Glück, dass nicht noch mehr passiert ist. Und das ist jetzt eine menschliche Eigenschaft, die ich diesem Pferd unterstelle. Aber es ist ein ganz normales Verhalten von einem Pferd, dass ich sage, hey, als Fluchttier, wenn ich vielleicht auch nicht flüchten kann, weil ich habe einen Halfter drauf oder der zupft am Führstrick, dann räume die Person halt da hinten weg. Und ich glaube, da muss man jetzt unterscheiden, wo, drum auch der Titel, wo beginnt das Vermenschlichen? Ja. Das ist eine instinktive Handlung, die dieses Pferd macht. Nichtsdestotrotz macht sie diese instinktive Handlung absichtlich in meine Richtung. Verstehst? Und das Pferd könnte genauso gut ein Hals weich lassen haben, sich rumdrehen, weil sie weiß, dass ich sie nicht fress, sie weiß, dass ich ihr nichts bös will. Sie wollte halt auf den Kameramann drauf, weil der sich halt genähert hat. So, das war im Endeffekt alles, was da passiert ist. Aber da dann zu sagen, das ist eine menschliche Eigenschaft, dann könnt ihr ja genauso gut auch sagen, ein Pferd steht einfach rum und sucht nur instinktiv Nahrung und Wasser.
Das heißt, die stehen in der Prärie, irgendwann kriegt er Durst und sagt, Mensch, jetzt habe ich Durst. Scheiße, wir haben kein Wasser. Aber was machen wir jetzt? Naja, jetzt suchen wir halt mal instinktiv unsere Wasserstelle auf. Was? Das sind 200 Meilen. Oh, werden unsere Fohlen wahrscheinlich nicht überleben, aber macht ja nichts. Pferde planen ihre Routen. Hm. Es gibt Routen, wo sie wissen, okay, da bin ich, was weiß ich, 4 Stunden unterwegs, dann sind wir an der Wasserstelle. 10 Minuten unterwegs an der Wasserstelle. Hey, heute hat's, was weiß ich, 40 Grad, wir können uns nicht zu weit vom Wasser entfernen. Ja, das sagt ihnen der natürliche Instinkt. Aber auch mein Instinkt sagt mir, wenn ich über eine stark befahrene Autobahn fahre, ist die Chance ziemlich gut, dass mich überfahren. So, ist das jetzt menschlich gedacht und geplant, dass ich sage, okay, ich darf da nicht drüber, weil ich werde überfahren? Oder ist es mein Instinkt, der sagt, scheiß Idee, mach das nicht. So, dann muss man als erstes mal sehen, wo ist die Grenze aus meiner Sicht. Das Vermenschlichen beginnt da, wo ich Sachen hineininterpretiere, die einem gewissen Wunschdenken entspringen, wo ich den Vergleich setze zwischen meinem Pferd und einer Mensch-Mensch-Beziehung. Wo ich vergesse, dass mein Pferd ein Herdentier ist, wo ich vergesse, dass mein Pferd gewisse andere Bedürfnisse hat wie ich, wo ich einfach vergesse, dass er sich nicht freut, wenn ich in den Stall komme und der aber 23 Stunden in der Box steht. Warum führt er sich jetzt so auf? Ich bin doch da. Du interessierst ihn jetzt erstmal einen Scheiß. Der will sich bewegen. Mhm. Verstehst? Ja, aber der hat mich doch jetzt. Du bist nicht wichtig. Der braucht nicht dich. Der braucht Bewegung. Der braucht Gras. Der braucht Kumpels. Der braucht Sachen, die ein Pferd braucht. Mhm. Oder ebenso dieser Spruch von manchen Kunden. Ich wollte eine Freundin haben und jetzt habe ich so Zicke. Sie ist halt charakterlich nicht einfach. Lebt damit. Das ist nicht die Inge vom Vorderhaus. Das ist dein Pony, das du dir besorgt hast. Und auch da wieder Punkt, wo ich ganz oft Kritik kriege, wenn es halt dann manchmal zwischenmenschlich nicht passt. Ist, glaube ich, auch gut für beide Seiten, wenn man sich trennt. Dass man sagt, okay, ich komme einfach mit dem Charakter von dem Pferd nicht klar. Nicht, ich komme mit diesem Pferd nicht klar, sondern ich komme mit dem Charakter von dem Pferd nicht klar. Weil ich hätte mir vielleicht keinen Araber kaufen sollen, sondern vielleicht wäre für mich Noriker besser gewesen. Aber das ist ja jetzt eine Rassebeschreibung und nicht eine Charakterbeschreibung, oder? Genau, eine Rassebeschreibung, wo ich auf gar keinen Fall einen Menschen beschreibt. Wo ich auf gar keinen Fall sage, ja, aber ich wollte ja eine Freundin. Verstehst? Jetzt hab ich da die 3-jährige Araberstuten und die springt halt im Dreieck und macht und tut. Ich hätte aber eigentlich erwartet, die brummelt mich an, wenn ich in den Stall komme, die findet mich ganz toll, wenn ich da bin, die weicht nicht von meiner Seite, weil es heißt ja, Araber sind menschenbezogen. Sie steht aber 23 Stunden in der Box, wird vollgestopft mit Kraftfutter, dass das Ding auf 1000 Fetzen zerreißt und die erstmal gar keine Zeit hat, wenn die Melanie in den Stall kommt und will zu ihrer Freundin und ist dann bitterlichst enttäuscht, weil die Freundin keine Zeit hat für sie, das ist schwierig. Definitiv. Genau. Aber jetzt müssen wir vielleicht mal ganz runterbrechen. Was wäre für dich jetzt die erste Tat, die man tun kann, wo du sagen würdest, das ist jetzt vermenschlichen? Kannst du das so einfach beschreiben? Nein, kann ich nicht. Aber fällt dir was ein? Also was für mich zum Beispiel jetzt, weil du vorher gesagt hast, Gefühle. Ich glaube schon, dass ein Pferd, wenn ich den ungerecht behandle, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so gern meine Nähe aufsuchen. Vollkommen klar. Gleich kann es aber auch sein, dass ein Pferd generell sagt, du musst mich immer holen, weil ich bin halt einer, ich gehe nicht auf den Menschen zu. Also muss man da vielleicht schon wieder unterscheiden. Nur weil ein Pferd nicht zu mir kommt, heißt es nicht, dass man nicht ein gutes Team sein kann. Weil das, glaube ich, ist jetzt gar nicht unbedingt vermenschlichen, aber das, da waren wir schon mal, mein Pferd liebt mich oder nicht. Mhm. Aber ist es denn überhaupt schlimm, wenn wir Pferde vermenschlichen? Schlimm ist immer relativ, weil ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Charakter vom Pferd drauf an. Mhm. Die einen Pferde kommen gut damit klar, sind teilweise so ein bisschen ignorierend ihrem Besitzer gegenüber und sagen, ja, mein, der ist halt so. Andere Pferde kommen mit dem Verhalten gar nicht klar, wenn dann diese tiefe Enttäuschung kommt und dieses Bockige, was manchmal Leute haben, vielleicht auch manchmal Jätsern, der am Pferd überhaupt nichts verloren hat, weil das einfach was ist, diese Eigenschaft gibt es beim Pferd in der Regel nicht. Und die Pferde halt einfach mit unserem Verhalten dann nicht klarkommen, weil wir
davon ausgehen, unser Pferd wäre eben ein Mensch oder halt unser Pferd zu vermenschlichen. Also ich glaube schon, dass das zu einem gewissen Teil Charakter vom Pferd abhängig schon schlimm ist oder schwierig wird. Und da muss man vielleicht auch sagen, wo setzt der Charakter vom Pferd an? Weil wenn man jetzt ein Pferd fragt, fürs Pferd gibt's halt, das würde sagen, ich bin halt so, wie ich bin, fertig, aus. Ich bin halt so. Wo ich zum Beispiel sage, bei einem Menschen gegenüber, das kennt man ja, ja, Michaela ist halt so, die muss man halt lassen. Warum muss man Michaela so lassen? Michaela ist ein fürchterlich unfairer Mensch. Michaela ist aus meiner Sicht einfach unterste Schublade. Und warum kommt die Michaela mit ihrer Art klar? Weil jeder sagt, Michaela ist halt so, die muss man halt lassen. So, und wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, Michaela, weißt du was, du bist für mich das Letzte, und die fällt aus allen Wolken, wie kannst du das zu mir sagen? Na, ich bin halt so. Da muss Michaela halt auch klarkommen damit. Beim Pferd ist es ein bisschen anders, weil mein Pferd hat einen gewissen Charakter und mein Pferd und ich müssen irgendwo kooperieren untereinander. Und auf diesen Charakter von meinem Pferd muss ich, nicht sollte ich, sondern muss ich mich einstellen. Weil wenn mich 600 Kilo Pferd angreifen, dann habe ich Schwierigkeiten. Während wenn die Michaela halt sagt, du kannst mich mal, dann steige ich ins Auto und fahre heim. Verstehst du, ich muss auch die Michaela nicht jeden Tag sehen. Und wenn ich die Michaela 10 Jahre nimmer sehe, ist auch okay. Aber mit meinem Pferd muss er mich täglich befassen. Wir müssen täglich miteinander klarkommen. Täglich muss da im Umgang was gemacht werden. Genauso wie mit einem Hund. Wenn ich einen Hund habe, der verhaltensauffällig ist, den Hund einfach nur in der Wohnung lassen, funktioniert nicht, weil der dreht mir irgendwann die Bude auf links, reißt mir Tapeten von die Wände und haut nicht hin. Ich kann nicht sagen, ich habe einen schlimmen Hund. Ich habe einen Hund, mit dem Charakter kann ich vielleicht nicht umgehen und ich muss viel lernen, um mit diesem Charakter von dem Hund umgehen zu können. Aber das heißt jetzt, weil wir vor allem nicht mit Worten kommunizieren können, mit Tieren, ist es sehr wichtig, dass wir wieder Grenzen setzen. Also eigentlich kommen wir wieder zu dem zurück, du musst eine Grenze setzen und klar sein, weil wenn man es zu viel vermenschlicht, gibt es wieder Schwierigkeiten. Genau. Vor allem so dieses, er darf machen, was er will. Verstehst du? Weil wenn es ein Mensch wäre, müsste ich den ja auch nicht ständig beeinflussen und machen und tun. Was auch wieder nicht ganz richtig ist eigentlich, weil Kinder, ja doch, Kinder lassen wir bis zu einem gewissen Punkt schon. Das ist ein schwieriges Thema eigentlich. Weil wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel meine zwei Jungs daheim, wenn die irgendwo bei uns im Wald irgendwo umeinander kruschen und machen und dann, ist ja ein weitläufiges Gelände, dann sind die jetzt mittlerweile schon manchmal aus der Rufweite. Ja. Wo ich so im Viertelstundentakt mir denke, leben die noch? Was werden sie gerade treiben? Dann kann man schon mal irgendwie ums Eck schleichen und schauen, was dann ist. Aber ich bin jetzt nicht so der sagt, oh mein, wo sind sie? Ganz im Gegensatz zu Simone, die halt am liebsten immer eigentlich wissen würde, was sie tun. Man muss halt auch laufen lassen. Und da glaube ich, so die Grenze finden zwischen denen sich selber entwickeln lassen und darauf vertrauen, es wird ein guter Mensch. Oder halt ein Pferd einfach laufen lassen und sagen, ja, der weiß ja, was er zu tun hat, alles cool. Das funktioniert nicht, weil das Pferd halt einfach seiner Natur entsprechend handelt und unter Umständen halt wirklich Stantipede abhaut. Darum haben wir ja alle Zäune um die Koppeln. Hat ja einen Grund. Weil wenn die Zäune nicht da sind, dann laufen sie zum nächsten Maisfeld und fressen so lange, bis halt platzen. Ja, aber der wird doch wissen, wann er genug hat. Na, natürlich weiß er nicht, wann er genug hat. Wie soll er das auch wissen? Also der lebt ja Pferde nicht mehr. Nein. Genau, der lebt ja kein Leben in der Natur, wo es dann auch nicht schlimm ist, wenn mal einer platzt, der halt blöd genug war, dass er das frisst. Ja. Ist halt so, dann ist er halt tot. Ob es den gibt oder nicht, spielt in der Natur keine Rolle. Unsere Pferde sind angewiesen auf unsere Entscheidungen. Wann kriegen sie was zu fressen, wie viel kriegen sie zu fressen und so weiter. Wenn du mal schaust, bei uns, wenn Pferde kommen, die dieses 24 Stunden Raufutter nicht kennen, die hauen sich auch erstmal wirklich die Wampe voll. Ja, die futtern und futtern und futtern, bis sie verstehen, die Ressource Futter wird ihnen nicht entzogen. Und dann relativiert sie das. Dann fahren die runter, es sei denn, es ist ein Tinker. Dann fahren die runter und dann fressen die nicht ständig wie Fressmaschinen, sondern haben die ja Fresspausen, wo sie umeinander stehen, schauen plötzlich super aus, haben gar nicht mehr so diese Riesenkugel dran, wo der Besitzer dann oft verblüfft ist, weil er sagt, aha, schau her,
Ja, weil halt die Natur des Pferdes kommt und sagt, okay, diese Ressource ist nicht endlich, sondern die ist unendlich vorhanden. Ich muss nicht stetig fressen, bis ich Bauchweh habe. Ja, ich weiß schon, wo du jetzt hin willst. Wenn ich dann, ja, das ist bei uns schwierig. Wenn ich zum Inder zum Beispiel komme, wir gehen nicht oft zum Inder, das ist das Problem. Würden wir täglich So. zum Inder gehen, dann würde ich nicht essen, bis ich Bauchweh habe. Das ist nämlich der Punkt. Wenn es noch nur der Inder wäre. Ja, aber jetzt geht es eh schon wieder besser, finde ich. Also, um das mal kurz zu erwähnen, ein Maß beim Essen zu finden, ist für den Bernd nicht ganz so einfach. Das stimmt. Aber jeder braucht sein Laster. Vermenschlichen. Wenn man jetzt einfach mal so Trainingsausschnitte auch von dir sieht, was ich nämlich zum Beispiel sehr toll finde und auch viele unserer Kunden, ist, wie du einfach das Training beschreibst, was das Pferd gerade denken könnte und das einfach laut aussprichst, weil es so viel klarer wird, was bei dir abgeht, oder auch beim Pferd. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel nicht als vermenschlichen, weil du halt einfach erzählst, wie es läuft, was du empfindest, was das Pferd dabei empfinden kann und das halt wieder auf eine Sprache bringst, die jeder versteht, ohne dass man jetzt sagt, aber jetzt schau mal, der Muskel ist angespannt, der gehört da nicht hin oder sonst was. Es ist halt einfach erklärt und in der Bildsprache gesprochen, oder wie siehst du das? Ja, vom Prinzip bemühe ich mich halt, dass es so übersetzt, dass der Mensch das versteht. In einem gewissen Maß ist es eigentlich schon vermenschlichen oder menschliche Charakterzüge unterstellen, wenn ich zum Beispiel da stehe und sage, schaut's mal, jetzt sagt er, Alter, muss das sein? Ich sage dann natürlich nicht. Mein Pferd sagt zum Beispiel in Pferdesprache ausgedrückt, wow, ich würde gern weglaufen. Und ich sage in Pferdesprache ausgedrückt, na na, du bleibst bitte da. So, übersetzen tue ich so, dass ich sage, schau mal, jetzt sagt der Alter, muss das sein mit dieser Plane? Und ich sage ihm, ja, das muss sein. Ja, warum muss das sein? Weil ich diese Plane als nicht gefährlich einschätze und ich gern hätte, dass wir beide uns mit dieser Plane befassen. Dass halt die Menschen verstehen, in Menschensprache übersetzt, was da stattfindet. Weil da machen wir auch wieder einen großen Sprung. Genau heruntergebrochen könnt ihr dann sagen, schau mal, jetzt spitzt er die Ohren, das rechte Ohr fällt nach rechts weg, der sucht jetzt mit dem rechten Auge einen Ausweg. Du kannst jetzt darauf warten, wenn ich mich mit dieser Plane weiter von dieser Seite näher, wird er in die Richtung flüchten, was eine vollkommen irrelevante Information ist, weil wenn ich dann sage, okay, der wird in die Richtung flüchten und ich nehme die Plane nach da, haut er halt nach da ab. Und wenn ich es wieder nach da nehme, geht er halt rückwärts. Vollkommen egal. Fakt ist, ich muss beim Pferd erklären, du brauchst nicht abhauen. Eben mit den Worten, Alter, spinnst du? Na, ich finde, das Ding ist total ungefährlich. Schau mal, alles cool. Oh, schau mal, jetzt geht es wieder weg. Oh, jetzt kommt es wieder zu dir. Einfach übersetzt, dass der Mensch das versteht. Aber unterm Strich beginnt dort eigentlich das Vermenschlichen, weil es übersetzt für die Menschen, was ich da drin mit dem Pferd mache. Drum ist es eigentlich ein fürchterlich schwieriges Thema. Das Herunterbrechen auf Do's and Don'ts ist fast unmöglich. Weil ich zumindest für mich komme im Training besser klar, wenn er mich da so hineinversetzt oder diese Kommunikation durchdenkt in Menschensprache. Also auch im Training. Und ich sage, ja, okay, ich übersetze das in meinem Kopf eben so. Nichtsdestotrotz bin ich mir bewusst, dass mein Pferd ein Pferd ist, ein Fluchttier ist, manche Sachen halt gehen und manche halt nicht gehen oder vorsichtiger vorbereitet werden müssen oder was auch immer. Was bei mir nicht gibt, ist diese menschliche Eigenschaft Jähzorn, Wut, Neid zum Beispiel. Ja, schau mal, wie der bei dem läuft. Bei mir macht das nicht. Ja, den mag er lieber. So dieses Enttäuschtsein, das funktioniert bei mir nicht oder ist nicht da. Und wenn ich wirklich wütend werde, weil auch da, was weiß ich, wenn man der Haflinger zum fünften Mal einfach auf der Rampe auf den Fuß steigt, weil er sagt, dann hört der bestimmt auf, dann kriege ich natürlich auch einen Hals, aber dann breche ich halt das Training ab. Also ich bin wütend werde, es sei denn, ich muss ein Maß regeln, weil er, keine Ahnung, in der Situation gerade aus dem Rampen springen will oder was auch immer, dann muss ich tatsächlich einmal hinpacken und sagen, na Pferd, das geht jetzt nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich merke, jetzt kommt so unterschwellig der Zorn, dann höre ich eigentlich auf mit trainieren, dann hole ich mir einen Kaffee, stelle das Pferd weg und mache halt am anderen Tag oder später noch was. Wobei es da jetzt um deine Emotionen geht und nicht um das Vermenschlichen. Aber Aber es ist auch es. wieder schwierig. Wo fangen dann Emotionen an? Ja, eigene Emotionen muss man halt kontrollieren können. Das auf jeden Fall. Also Emotionen haben im Pferdetraining ja eigentlich nichts verloren.
Wenn ich aber jetzt an Emotionen im Pferd denke, weil du gesagt hast, Wut oder Jähzorn gibt es nicht. Wir haben ja schon immer wieder mal Pferde, die wütend sind, vom Ausdruck her, von der Art, wie sie sich bewegen. Was sind stinkig und sauer. Ja, genau. Bis die halt dann wieder zur physischen und psychischen Losgelassenheit kommen. Ja, aber ich meine jetzt Wut im Sinne von menschlicher Wut. Dass sie innerlich, die werden halt dann im Auftreten, schauen die wegen aggressiver aus und machen und dann. Aber so dieses, ich glaube, das, was uns Menschen von Pferden unterscheidet, ist, du kannst beim Pferd was tausendmal falsch machen, an dem Moment, wo du das richtig machst. Und das Pferd merkt, so fühle mich wohl, kriegst wieder eine neue Chance. Wo der Mensch halt sagt, na, jetzt war ich 14 Tage fürchterlich wütend, weil der immer wieder das und das macht. Jetzt schauen wir mal, wie lange das hält. Und das ist so die Eigenschaft, die gibt es beim Pferd nicht. Dass das Pferd sagt, jetzt schauen wir mal, wie lange das so gute Stimmung bleibt. Sondern, wow, jetzt hat er es kapiert, cool. So gefällt es mir gut. Und am nächsten Tag kriegst du die gleiche Chance wieder. Jetzt hat er es kapiert, jetzt gefällt es mir gut, da bin ich gern. Vorausgesetzt, du bist dann am Punkt beim Pferd, wo er dir zuhört. Weil oft gibt es ja dann auch die Mauer rum, die du erst einmal dann durchbrechen musst. Weil ich denke jetzt gerade an Menschen. Wenn ich jetzt einen Job hätte und du sagst, jeden Tag stink ich guten Morgen zu mir, dann würde ich, wenn du das einmal nicht sagst, natürlich nicht wahrnehmen. Weil ich mir denke, naja, morgen ist es wieder anders, weil es ist ja schon zur Gewohnheit und zur Routine geworden, dass du unfreundlich bist. Ich gebe ein gutes Beispiel vom Bill. Wo ich beim Bill Horn war. Ja. Das war so geil. Ich war die ersten 6 Wochen beim Bill und der Bill ist jeden Tag, ungefähr gleiche Zeit zu mir in Roundpen gekommen. In der Hand eine Zigarette, in der Hand einen Kaffeebecher. Hat mir schweigend zugeschaut und seine Zigarette gezogen, von seinem Kaffee getrunken, 1-2 Mal. Und irgendwann, nach circa 5 bis 10 Minuten, gefühlt nach einer Stunde, hat er dann 2 Sachen gemacht. Den Kopf geschüttelt, seinen Kaffee weggeschüttet, Zigaretten austreten und ist gegangen. Und dann haben wir gedacht, alles klar. Da steht jetzt der Chef bei dir, der schaut dazu und nach ein paar Minuten macht er zack, flupp, bam, nach dem Motto, das lernt er nicht mehr. So, jetzt bin ich jemand, der muss mit sowas, der kann mit sowas nicht so gut umgehen, weil ich muss nicht irgendwo sein, wo man mich nicht mag, sag ich mal. Gibt ja genügend Chancen, irgendwo was zu tun. Und dann bin ich zum Bill gegangen und hab gesagt, hey, ich muss mal mit dir reden, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Sagt er, warum? Was ist denn los? Habe ihm die Situation beschrieben, sagt, du kommst jeden Tag zu mir rumpen und jeden Tag wieder magst du nicht, was du siehst. Also, wie kommst du da drauf? Sag ich, naja, anhand von deinem Verhalten. Warum, wie verhalte ich mich? Sag ich, naja, du stehst da am Rampen und schaust mir zu. Er sagt, ich muss ja schauen dürfen, was meine Co-Trainer machen. Sag ich, ja, aber du hast da Zigaretten und da einen Kaffee. Und dann ziehst du von der Zigaretten und dann schüttest deinen Kaffee weg. Und dann trittst deine Zigaretten aus, schüttelst den Kopf und gehst. Also, du bist der Idiot. Sag ich, warum? Er sagt, meistens war ich vorhin schon am Platz und hab da vorne irgendwas gemacht und hab meinen Kaffee dabei. So, dann rauche ich mal Zigarette, weil die einzige Zeit, wo ich dann mal meinen Frieden hab, ist, wenn ich hier hinten beim Roundpen, wo es halt ein bisschen weiter weg ist vom Rest, einfach mal dir zuschauen kann oder Nelson oder wem auch immer, weil da sind keine Kunden. Dann trinke ich von meinem Kaffee, erfahrungsgemäß ist der aber kalt. Und ich denk mir, scheiße, wieder kalter Kaffee. Ich schüttel den Kopf und denk mir, jetzt hol ich mal einen heißen und dann reite ich meinen Hengst oder was auch immer. So, ah, okay. Also das haben wir komplett aneinander vorbeigeschraubt, weil der Grund, warum er den Kopf schüttelt und die Zigarette austritt, ist ganz ein anderer, wie von mir hineininterpretiert in diese Person. Ich kannte ihn ja auch nicht so gut. Man, nach 6 Wochen kennt man sie nicht so gut. Und dann hat er zu mir gesagt, du wirst merken, wenn ich unzufrieden bin, und das wünsche ich dir nicht, gut ist immer, wenn ich nichts sage. Okay. Und von da ab war für mich klar, ob ich stoppen übe, drehen übe, wechseln übe, ein Jungpferd anreite, was auch immer ich mache, solange der Bill nichts sagt, ist alles in Ordnung. Und das war für mich ein Ruhekissen, wo ich nicht mehr hinterfragt habe. Wenn der zu mir sagt, sei froh, wenn ich nichts sage, dann passt alles, dann mache ich einfach freie Bahn mit Marzipan, arbeite meinen Weg so dahin, bis er sagt, das war jetzt scheiße. Und auch solche Situationen haben wir gehabt und dann habe ich gewusst, was er meint, wenn er sagt, hey, sei froh, wenn ich nichts sage, weil wenn er dann was gesagt hat, dann war es mit Nachdruck. Also nicht in der Situation, hey, das macht man nicht, sondern komm mal her, wir müssen reden. Oh, fuck, scheiße, nicht gut. Und dann hat er ganz sachlich mir einfach erklärt, dass ich fürchterlich scheiße bin. Und dann hast du ganz sachlich, ohne einen lauten Ton gewusst, okay, war jetzt nicht so gut. Und dann
hat er aber auch immer dazu gesagt, bemühe dich bitte mehr, weil so wird das nicht funktionieren mit uns zwei. Also er hat in einem ganz höflichen Ton dir gesagt, du wirst deinen Job verlieren, wenn das so bleibt, aber ich gebe dir noch mal eine Chance. War keine schöne Situation, aber war super fair. Gibt's überhaupt nichts. War super fair. Also könnt ihr über viele von meinen Lehrern nichts sagen, weil die eben, so wie sie mit dem Pferd unterwegs waren, auch mit Menschen unterwegs waren. Und das war für mich super leicht zu verstehen, weil klar war, da ist nicht dieser, oh, du bist der Blöde und ich mag dich nicht und war. Ob ich dich mag oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Fakt ist, wir sind jetzt hier und jetzt beieinander und wir müssen aus dieser Situation beide etwas tun. Mhm. Da ich dir überlegen bin, weil ich halt der Chef bin, gebe ich dir die Chance, mir zu gefallen. Punkt. Klaus. Also für mich ergibt sich daraus jetzt vor allem, dass man in Bayern, da hat man so ein Gerät außer ist, also ja, ohne Maske, einfach nur sagt, was man sich denkt, aber halt fair und sachlich bleibt, wie du das jetzt auch betont hast. Und Social Media und Co. kommen wir wieder drauf zurück, was ist denn da schon noch real und was ist wirklich echt? Ja, gibt's bestimmt auch welche, die das machen, aber ich habe jetzt wieder von manchen mitgekriegt, die haben da sogar ein Skript, wie sie den Tag mit, also filmen und vorgeben, das sei echt, aber eigentlich schon das ganze Spielen. Und das, also das bringt mich wahnsinnig zum Nachdenken über das Ganze, weil das ist eben auch in Bezug aufs Pferd. Du musst halt einfach echt sein. Es bringt ja nichts, wenn man, dann muss man halt an sich arbeiten, wenn man gewisse Eigenschaften nicht mit sich bringt. Der Führungsqualität muss man sich natürlich erarbeiten. Oder dass man die Emotionen im Griff hat, das muss man sich erarbeiten. Das erfahren wir jeden Tag. Du musst einfach ständig an dir arbeiten. Und ich glaube trotzdem immer wieder, dass Pferdemenschen die besseren Menschen sind, auch wenn das vielleicht nicht Pferdemenschen nicht gern hören, aber man befasst sich halt wirklich mit so vielen Sachen und man muss einfach immer fair bleiben. Und das ist Arbeit. Das braucht man nicht reden, dass man da mal im Pferd sitzt und denkt, Mist, wieso funktioniert's denn jetzt nicht? Und dass man dann die Beherrschung behält, an dem wächst man halt einfach. Mhm. Und das ist aber auch in Bezug auf Vermenschlichen. Einfach halt das Pferd als solches sehen, als Lebewesen schätzen lernen, so behandeln mit seinen Bedürfnissen, die es braucht, dass man dann vielleicht einmal zweimal zu viel drüber streichelt oder ich liebe das einfach so, wenn der Cole in meinem Gesicht rumfummelt, auch wenn er das nicht machen soll, weil man halt einfach respektvoller Abstand halten soll. Trotzdem gibt es Situationen, da tut es ihm und mir halt einfach gut, aber das muss ja halt alles in einem gewissen Maß sein. Das ist eben der Punkt, schau her. Weil gerade jetzt, das ist ein gutes Beispiel, der Cole, den lieben wir ja wirklich beide. Also der ist ja wirklich ein ganz ein toller, besonderer Charakter einfach. Ja. Das ist einen, wie es nicht viele gibt. Nichtsdestotrotz, wenn der kommt und sagt, hey, ich möchte gern kruscheln, entscheidest du, jetzt ist die Zeit zum Kruscheln oder nicht. Genauso wie bei einem Kind, das zur Mama läuft, am Rockzipfel zieht und sagt, Mama, 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 kuscheln. Na, jetzt ist ganz schlecht, wir schließen gerade einen Millionendeal ab, ich kann jetzt nicht kuscheln, ich muss mich jetzt auf meine Kundschaft konzentrieren. Mhm. Und genauso sagst du halt zum Cole, na, jetzt nicht. Und der akzeptiert das auch, geht dann zurück und sagt, oh, okay, dann hat halt jetzt keine Zeit, die Alte. Na, schade eigentlich. Na, halt später dann, dann probier doch halt wieder irgendwann. Hund auf der Couch ist das Gleiche. Hund auf der Couch ist das Gleiche. Anne Krüger hat mal was Schönes gesagt. Natürlich dürfen meine Hunde auf die Couch. Die dürfen aber auch gern wieder runter. Ja. Das ist nämlich der Punkt, weil wenn ich zum Hund sage, runter, und der sagt, du kannst mich mal kreuzweis, dann läuft was schief in dieser Beziehung, weil der halt nicht mehr das macht, was man ihm sagt. Und genauso ist es beim Pferd halt auch. Und wenn man da dann eben wieder dieses Vermenschlichen mit einbezieht, dass er sagt, ja, aber und hm und hu, und der will das halt und der braucht es halt und bah, und dann hineininterpretiert, der möchte zum Gruscheln kommen, weil du seine große Liebe bist und du halt jetzt, was weiß ich, 2 Tage im Urlaub warst. Und jetzt ist er Gott sei Dank wieder bei dir und sein Leben hat wieder einen Inhalt, weil du jetzt wieder im Stall bist. Also ich glaube, da das Thema so schwierig ist, muss man vielleicht einfach einmal zusammenfassen. Das kann jeder handhaben, wie er will. Wichtig ist halt einfach, dass trotzdem die Regeln bestehen, weil es, glaube ich, gibt auch viele Reiter, die sagen, ich mache das nicht. Also ich will mein Pferd nicht im Gesicht rumfassen, weil es halt einfach auch nicht pferdegerecht oder pferdenatürlich ist, wenn die sich wo krabbeln, dann ja meistens eher Widerrissbereich oder irgendwo am Fell, aber dass die sich gegenseitig im Gesicht rumdatschen, sieht man jetzt, glaube ich, bei Pferden eher selten, oder sehe ich das falsch? Ja, vom Prinzip, je nach Charakter auch vom Pferd, also dass die da machen und tun.
aber gutes Beispiel, dieser Horsemanship-Handshake, ja, wo Leute kommen und ja, ich fasse alle Pferde an der Nase an, weil das machen die Pferde untereinander. Du bist kein Pferd. Grundsätzlich, einfach mal kurze Exkursion, fremde Pferde bitte nicht einfach anfassen. Mir geht es immer so, dass ich mir denke, ich weiß ja nicht, was du vorher angefasst hast, jetzt fasst du mein Pferd an, vielleicht hast du ein Pferd daheim, das hustet oder das eine Krankheit hat oder Hunde haben Flöhe oder sonst was. Also wenn es nicht dein Tier ist, fass es nicht ungefragt an. Genau, das ist der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist natürlich so dieses Bedürfnis, mein Bedürfnis nach Nähe auf ein anderes Lebewesen zu projizieren. Das, glaube ich, ist der springende Punkt. Dass wir da was hineininterpretieren und uns in diesem Hineininterpretieren oft so verlieren. Weißt du, was ich meine? Dass man sich jetzt nicht stundenlang in der Box sitzt und sein Pferd anstarrt. Das ist das, was mich irre macht. Mhm. Genau. Wir haben manchmal Leute, die bringen das Pferd und das ist eigentlich der Punkt, wo für mich klar ist, okay, vermenschlicht oder nicht. Pferd kommt an, Pferd geht in die Box. Frau oder Mann, wir haben halt meistens weibliche Kundschaft, steht an der Box und starrt das Pferd an. Pferd steht in der Box, schaut ein bisschen rum und sagt, schaut's denn so. Werd immer unsicherer, weil die halt den einfach nur niederstarrt. Irgendwann interpretiere ich ins Pferd und das Pferd sagt, schau nicht so blöd, was ist denn los? Ja, jetzt muss ich halt dann heimfahren. Ihr geht's also schlecht, weil sie jetzt dann heimfahren muss. Ja. Wird er es schon aushalten? Warum sollte er das nicht aushalten? Der ist jetzt woanders, da ist alles neu, der ist aufgeregt, der schaut und tut. Oh, da ist er, hey, super. Für mich immer das Erste, wo ich sage, okay, dem geht's prima. Der kommt in eine fremde Umgebung nach 6 Stunden Fahrt, geht als Erste in die Box und sagt, wow, geil, die haben eine Heuraufe. Und dann haut er sich erstmal die Wampe voll. So, coole Nummer. Mhm. Gegenüber steht eine hochtheatralische Besitzerin, die ihren Herzschmerz rausweint, weil, schau, wie er schaut. Mhm. Der hat Ohren vorn, der schaut nach draußen, der ist total interessiert, wo bin ich jetzt? Der traurige Blick von ihm. Ernsthaft? Der hat Nüstern gelost, Ohrwaschel sind da, schaut nach mir, sieht da an das Pferd, macht, sagt, hey, ich bin der Harvey, wer bist denn du? Ja, wird es schon aushalten bei euch? Ich sehe gerade keinen Grund, dass er es nicht aushält, weil die ersten 5 Minuten laufen ja gut. Mhm. Die Frau zu Tränen gerührt und wenn ich dann sage, ich weiß nicht genau, was du da siehst, aber dem geht's doch gut, dann bricht eine Welle los, die ihr komplettes Gebilde zerstört, weil eigentlich würde es ihr viel besser gehen, wenn sie jetzt weiß, er vermisst sie jetzt dann, weil es muss ja große Liebe sein. Also das habe ich lernen müssen, dass ich ihm nicht sage, jetzt stell dich mal nicht so an, der wird es schon überleben bei uns, sondern dass ich sage, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg, wie im Kindergarten, halt mit den Müttern. Ja, aber was ist das dann? Ist das dann ein privates, menschliches Problem, sich nach Nähe zu sehnen, die man nicht erfüllt hat und die projiziert man aufs Pferd? Muss nicht immer so sein. Da bin ich kein Psychologe, das ist wahrscheinlich auch gut so, weil ich wäre wahrscheinlich ein scheiß Psychologe. Aber vom Grundprinzip glaube ich schon, dass was damit zu tun hat, so dieser Wunsch nach unersetzlich sein. Zu mir hat mal jemand gesagt, jeder ist ersetzbar. Mhm. Sehe ich nicht ganz so. Es gibt Sachen, die sind nicht ersetzbar. Ganz klare Sache. Aber so dieser Spruch, jeder ist ersetzbar, der löst eigentlich in uns was aus, was uns traurig macht, weil eigentlich bin ich ja sinnlos. Mein Job kann ein anderer auch machen. Wo du eine gewisse Portion Selbstbewusstsein brauchst und sagst, natürlich kann mein Job auch andere machen, aber ob er den so gut macht, ist die Frage. Verstehst? Ja. Da geht's eigentlich los, wo man, ich glaube, das hat was mit Selbstsicherheit zu tun. Okay. Ich komme nochmal auf den Bill Horn. Der Bill war für mich, zumindest nach außen hin, einer der selbstsichersten Menschen überhaupt. Mhm. Da reitet jemand mit einem Pferd in die Arena, hat einen Megascore, was weiß ich, liefert ein Reining ab mit einer 74. Ich mache große Augen und sage, wow, Bill. Und er sagt, naja, liefert mal der 74,5, dann ist er bloß Zweiter. Keine Nummer. Okay, reitet er rein. Tatsächlich, zack, boom, liefert ab. Krass. Mhm. Der hat genau gewusst, was Sache ist. Der hat aber auch sich eingestehen können, schauen können und sagen können, da kommen wir nicht hin, den Ritt schaffen wir nicht. Der hat so gut wie den ersten Platz. Weil halt mein Pferd halt nicht so gut drauf ist, weil es halt grundsätzlich nicht so gut läuft, weil wie auch immer.
Aber der hat da wirklich einteilen können. Er war aus meiner Sicht nie hochnäsig und hat sich hingestellt und gesagt, die können mich alle mal. Kenne ja Reiter, die stehen da und sagen, der ist keine Konkurrenz, den kannst du vergessen. Und dann siehst du am Gesichtsausdruck schon, wie die einfach so diese Arroganz an den Tag legen, ich bin heute Gewinner. Ganz viel von denen fallen auf die Nasen. Sondern der war einfach, der Bill war einfach der Bill. Der war total selbstsicher, der hat gewusst, was er kann, der hat auch gewusst, was er nicht kann und der hat auch gewusst, wenn es nicht so gut läuft. Und wenn er sich mal verschätzt hat, hat er gesagt, das macht nichts, weil nach der Renning ist vor der Renning. Ganz einfach. Nach dem Turnier ist vor dem nächsten Turnier. Und dann können wir zeigen, dass es besser laufen kann. Und wenn es nicht gut läuft, haben wir nochmal eine Chance beim nächsten. Egal. Diese Selbstsicherheit, dieses einfach sich selber einschätzen können, zu schätzen wissen, sich selber auch bis zu einem gewissen Punkt feiern. Wenn du was gewonnen hast, natürlich gehst du feiern. Selbstverständlich, weil du warst gut. Nicht, oh hey, aber kleine Brötchen backen und klein bleiben. Na, feier, weil du hast was gewonnen. Aber feier nicht ein Jahr lang, sondern feier heute, weil heute hast du gewonnen. Morgen ist ein ganz anderer Tag. Morgen kannst du halt wieder beweisen, dass du wirklich was kannst. Das ist, ich hab da so viel gelernt, einfach zwischenmenschlich oder einfach vom Menschlichen her, weil er ja wirklich damals Million-Dollar-Rainer, es hat noch nicht viele Million-Dollar-Rainer gegeben. Ich glaube, ihn und Tim McVay, das war's dann. Auf jeden Fall einfach ein Mensch, der so hoch erfolgreich ist und so Spaß im Leben hat. Also es war echt, ich war da so beeindruckt, einfach von dieser Person. Das war schon krass. Also es war echt für mich ein unbeschreiblicher Mensch vom Grundprinzip. Und das ist eigentlich ein guter Abschluss zu dem Talk. Ja. Möchtest du noch was anfügen? Na, eigentlich nicht. Also das Thema ist sehr schwierig, weil wenn wir noch nicht abschließen, was mir dann aber schon einfällt, ist eigentlich das krasse Gegenteil mit nimm dich nicht so wichtig, weil dein Pferd braucht dich eigentlich nicht, wo wir vorher gesagt haben, mit der steht jetzt 23 Stunden in der Box mit Futter voll gepumpt, der braucht definitiv was anderes als uns. Ja, da habe ich hab einen guten Abschluss für uns. Ein Bekannter von mir hat geschrieben für so Magazine, ich weiß nicht mehr, wie das Magazin geheißen hat, aber große Magazine wie Spiegel, Stern, Okay. keine. Und er war auf einer Veranstaltung, da war der Tom Dorrance. Absolute Legende in der Quarter Horse World Horsemanship Szene. Und er hat drei Pferde in einer Arena gehabt und hat diese drei Pferde eben laufen lassen und halt, der war damals schon alt, über 80. Auf jeden Fall hat er die drei Pferde beobachtet. Und er hat sich gedacht, Mensch, hey cool, Artikel, ein Leben für die Pferde, geil über den Menschen, schreibe was. Hat sich höflich vorgestellt, sagt, Mr. Dorrance, darf ich kurz stören, ich möchte gerne einen Artikel schreiben und baba. Ja, das hat klar, logisch, kein Problem. Ist gegangen, hat seine Sachen geholt zum Schreiben, hat man damals noch mit der Hand geschrieben, und hat dann gesagt, Mr. Dorrance, wenn du jetzt in die Arena schaust, was siehst du da? Und er hat gesagt, dann sehe ich drei Pferde. Er hat gesagt, ja, die drei Pferde sehe ich auch, aber was macht so diese Magie aus, wenn du jetzt diese drei Pferde in der Arena siehst und beobachtest die? Er hat gesagt, gibt keine Magie. Ich liebe diese drei Pferde. Ich liebe Pferde. Ich liebe mein Leben mit den Pferden und ich liebe die so, wie die da drin sind. Gibt keine Magie. Ich liebe die, weil die Pferde sind. Ja, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich wollte wissen und dann hat er unterbrochen und gesagt, pass auf, ich weiß, wo das hingeht. Wir können das Ganze abkürzen. Du willst von mir Geschichte, die ich dir nicht liefern kann. Du willst hören, oh, diese tiefe Verbundenheit und diese Seele und Baba und Lala. Ich liebe die Pferde, weil es Pferde sind und ich akzeptiere sie als solche und ich behandle sie wie Pferde. Und das macht für mich diese Liebe zum Pferd aus, dass ich sie akzeptieren kann als Pferde, wie sie sind. Jeder mit seinem Charakter, jeder ist anders, aber unterm Strich sind alle ein Pferd und dafür liebe ich sie. Ich will keinen Hund, ich will keinen Menschen. Ich will ein Pferd, wenn ich ein Pferd bin. Und sagt, ja, ganz ehrlich, aber ich bräuchte halt ich brauche ein bisschen Fleisch am Knochen für meine Story. Ich sag, dann gibt es halt keine Story. Schreib einfach, Tom Dorrance liebt Pferde, weil sie Pferde sind. Ich sag, ja, okay. Ich sag, lass uns einfach was trinken und unsere Pferde zuschauen und fertig. Bam. Es hat keine Story gegeben. Er hat nie einen Artikel geschrieben. Einfach deshalb, weil er gesagt hat, ich könnte die Geschichte schon aufbauen, aber ich finde es respektlos. Eigentlich im Tom Dorrance gegenüber, weil er hat mir die Quintessenz seines Zusammenseins mit Pferden dargelegt. Bumm, da mache ich keine Geschichte draus. Und das finde ich eigentlich ein super Abschluss, weil
Pferde einfach als Pferde akzeptieren, so wie sie sind, jeder mit seinem Charakter, und nicht versuchen, sie in unsere Welt zu ziehen und menschliche Eigenschaften hinein zu interpretieren. Und ich glaube, das obliegt jedem Menschen selber, dass er die Pferde dort abholt, wo sie sind, und immer wieder hinterfragt, ist es okay, was ich mache mit denen, passt es so. Mhm. Und das einfach jeden Tag wieder aufs Neue durchkauen und sagen, hey, geht's mir gut, geht's meinem Pferd gut, geht das alles in die richtige Richtung, alles cool. Das ist eine Sache von 5 Minuten, wo man jeden Tag ein bisschen Gedanken macht, und das war's eigentlich. Tupi. Schön, ja. Ich hoffe, man kann ein bisschen was damit anfangen, mit unserem Gedankenaustausch. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr konntet unserer Coffee Time folgen, unseren Gedanken folgen und hattet Spaß dabei beim Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schwieriges Thema, aber ich finde trotzdem, wir haben es gut gemacht.